Als nun der Herr herabgefahren war auf dem Feldberg, oben auf seinen Gipfel, berief er seinen Knecht Gernhard hinauf auf den Gipfel des Berges, und Gernhard stieg hinauf. Da sprach der Herr: Ich bin der Herr, dein Gott, und habe seinerzeit vollkommen verschwitzt, meinem Knecht Moses das 11. Gebot mitzugeben, als er vom Berge Sinai hinunter zum Volke stieg. So nimm du es und geh hin und steig hinab und verkündige allem Volke das 11. Gebot. Und Gott redete nur diese Worte: Du sollst nicht lärmen. Und Gott tat, wie ihm geheißen, und stieg hinab und sprach also zum Volk: Dies sind die Lärmvorschriften, die der Herr euch auferlegt hat. Gesetze über reine und unreine Instrumente. Und der Herr redete mit Gernhard und sprach zu ihm: Rede mit den Musikern und sprich: Das sind die Instrumente, die ihr spielen dürft in euren Wohnungen. Alles, was Löcher hat oder Saiten unter den Instrumenten, das dürft ihr spielen, sofern ihr deutlich im Rahmen der Zimmerlautstärke bleibt. Alle Instrumente aber, die geschlagen werden oder bei denen sich eure Backen blähen oder solche mit elektrischen Verstärkern, sollen euch unrein sein und ihr sollt sie nicht spielen in euren Wohnungen. Und diese sollt ihr verabscheuen unter den Instrumenten, dass ihr sie nicht spielet in euren Wohnungen, denn ein Greuel sind sie mir, das Waldhorn, der Brummbass und die Quetschkommode. Vergehen gegen Ohr und Seele. So du in geschlossenen Ortschaften dein Autoradio einschaltest, so sollst du die Fenster und das Verdeck deines Wagens fest verschlossen halten. Parkt jemand seinen Wagen, so soll er den Motor im Leerlauf nicht brummen lassen. Ihr sollt nicht hupen. Wer seinen Rasenmäher anwirft, der soll dies nur an Werktagen zwischen 11 und 13 Uhr tun. Und er soll danach unrein sein, bis an den Abend. Und weder eine Motorsäge anrühren, noch einen Elektrobohrer, noch eine Häckselmaschine, noch einen Laubsauger, noch alles, was Lärm macht. Ihr sollt eure Bahnhöfe nicht mit Musik bedudeln. Und der Bahnhof aber verstehe ich jedwede Anlage zur Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs, der Eisenbahn, an der Züge beginnen, enden, halten, sich kreuzen, sich überholen oder mit Gleiswechsel wenden können. Dasselbe soll gelten für U-Bahnhöfe, für S-Bahnhöfe sowie für alle anderen Bahnhöfe, die Gleise haben. Bahnhöfe aber, die keine Gleise haben, das sind Busbahnhöfe und die sollen ebenfalls nicht bedudelt werden. Bedudelt keine Flughäfen. So jemand Tiere hält, welchen die Natur die Gabe verliehen hat zu lärmen, so soll er sie so halten, dass sie keinen Grund haben zu lärmen oder so, dass ihr Lärmen nicht zu hören ist. Das gilt für Hunde und alles Getier, das den Mond anbellt oder auf Erden winselt, sowie für Papageien und alles gefiederte Volk, das da pfeift, wenn es tagt. Ihr sollt die Hunde und die Papageien nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch züchtige und ihr werdet um Gnade winseln und aus dem letzten Loch pfeifen. Todeswürdiger Lärm. So ein Mann seinen fahrbaren Untersatz frisiert, auf dass der mehr Lärm mache, so ist er unrein. Auch der Sattel, auf dem er reitet, wird unrein. Und er und seine Maschine sollen dem Bann verfallen. Fährt er aber fort, auf ihr herumzudüsen, so soll er des Todes sterben. Die Motocross-Fahrer sollst du nicht am Leben lassen. So einer auf dem Wasser mit einem Motorfahrzeug herumdüst und es erhebt auch nur ein Gestörter seine Stimme und sagt: Ruhe da hinten! So soll er sein Düsen unverzüglich und zu jeder Tageszeit einstellen. In der Nacht aber sollt ihr überhaupt nicht herumdüsen und schon gar nicht auf dem Wasser. Auch sollt ihr nicht am Himmel herumdüsen, denn ein Greuel sind mir das Sportflugzeug, die Ultraleichtmaschine und der Hubschrauber. Und ich will sie alle abstürzen lassen, sobald auch nur ein Gestörter ausruft: Ruhe da oben! Und es kehrt keine Ruhe da oben ein. Rettungshubschrauber aber will ich nicht abstürzen lassen. Transportiert aber der Rettungshubschrauber jemanden, den ich habe abstürzen lassen, weil er gelernt hat, so will ich auch den Rettungshubschrauber abstürzen lassen. Von den Geräten.
Und der Herr sprach mit Gernhard und sprach also zu ihm, rede mit deinen Leuten, aber schön ruhig, und sprich, das sind die Gebote, die euch der Herr gibt für alles, was Knöpfe hat und Lärm erzeugt. Ihr sollt bei der Aufstellung eurer Hi-Fi-Anlagen für eine gute Dämmung sorgen. Ihr sollt nicht am Lautsprecher sparen, auf dass ihr eure Anlage schön leise stellen könnt. Ihr sollt sie nie lauter aufdrehen, als ihr eure Stimme erheben könntet. Ihr sollt keine Radios mit euch tragen, so ihr den Fuß aus dem Hause setzt. Ihr sollt keinen Walkman in Bahnen und Zügen benutzen, denn siehe, der Walkman ist ein Blendwerk des Satans. Zu verwirren die Sinne des Menschen, auf dass der glaube, er könne seinen Kopf mit Musik vollknallen, ohne dass sein Nächster davon hört. Ich aber sage euch, und ob der was davon hört, du sollst nicht tönen. Macht euch nicht selber zum Greuel an dem kleinen Gerät, das wummert, zirpt und dudelt, und macht euch nicht unrein an ihm, sodass ihr dadurch nicht unrein werdet. Diese sollen euch in Bahnen und Bussen ebenfalls unrein sein, unter den Piepsgeräten, welche Knöpfe haben und die man in die Tasche stecken kann, das Computerspiel, das Handy und der Laptop. Denn alles, was ihr piepst, beschallt, das wird unrein. Und alles Gerät, das gepiepst hat, soll man ins Wasser tun. Es ist unrein bis zum Abend und danach unbrauchbar. In euren Wohnungen aber sollen euch diese Geräte nicht unrein sein. Ersatzleistungen. Entsteht durch Lärm ein dauernder Schaden, so sollst du geben Lärmen um Lärmen, Ohr um Ohr, Ton um Ton, Krach um Krach. Wer aber fortfährt zu lärmen, der soll des Todes sterben und seine Lärmquelle soll man steinigen. Das ist das 11. Gebot, das der Herr dem Gernhard gebot für alles Volk auf dem Feldberg. Und lassen wir gleich noch Gottes Sohn auch zu Wort kommen. Jedenfalls jemanden, der gerne Gottes Sohn gewesen wäre. Es hat nicht ganz geklappt. Ich sprach nachts, es werde Licht, aber heller wurde es nicht. Ich sprach Wasser, werde Wein, doch das Wasser ließ dies sein. Ich sprach Lama, du kannst gehen, doch er blieb auf Krücken stehen. Da ward auch dem Dümmsten klar, dass ich nicht der Heiland war.